Hallöchen, willkommen zurück hier zu 7 Days to Die. Wir sind wieder da in der Wüste und ich begrüße den guten Markus. Servus. Jo, Ich servus, kann den Alter. nicht looten. Geht Ja, nicht. jetzt. Was soll ich da looten? Da ist noch Munition drin. Ach mein Gott, die paar Schuss. Ja, ein bisschen, das meiste habe ich schon mitgenommen. Also gut, loote ich mal. Er hatte von jedem was dabei. Ich loote. Ja, wir sind in der Wüste. Wieso, weshalb, warum? Weil wir immer noch auf der Suche nach so einer blöden Autobatterie sind, die sich vehement weigert, von uns gefunden zu werden. Skandal. Ja, in der Tat, ja. Ja. Und wir haben jetzt wirklich alles versucht. Wir sind in die zerstörten Städte gerannt, haben unser Leben riskiert auf der Suche nach einer lächerlichen Batterie. Und nichts gefunden. Nichts. Aber gleich gar nichts. Blaue Pistolbar, soll ich mich ja nicht mitnehmen. Oh, ich hab nichts, was ich wegschmeißen kann, verdammt. Ja, halt den Rücken. Nichts zu wegschmeißen, das geht ja gar nicht. So, wo bist du denn eigentlich? Ah, oh, bist noch hinter mir, okay. Ja. Wir ziehen jetzt quasi in die Wüste in der Hoffnung, vielleicht doch noch was zu finden. Eine Kleinstadt, eine Wüstenstadt oder irgendwas. Am besten natürlich so eine blöde Batterie, aber wenn es immer so einfach wäre. Servus Hase, ich lass dich mal leben, ne? Wir müssen uns wieder mal entscheiden, eine kleine Weggabelung, Markus. Echt? Ja, was machen wir? Links, geradeaus. Deine Entscheidung. Links die Wüste, geradeaus. Okay, links. Ja. Meine Entscheidung, links. Ich sammle ja gerade noch ein bisschen Aloe ein. Oh, da ist ein Wasserturm. Genau, und hinter dem Wasserturm ist auch was Schönes. Ein Städtchen, ein Shop. Zumindest. Ein Shop. Dürfte ein Shotgun Messiah sein. Ich habe keinen Platz mehr, verdammte Axt, ja. Ja, ist ein Shotgun-Store. Naja, da wird es auch keine Batterie geben. Wahrscheinlich ja nicht. Eher nicht. Da sind noch Zombies drin, wie ich sehe. Die sind... Oh, da ist ein Auto. Jetzt bitte Daumen kreuzen, Finger kreuzen. Wie auch immer. Was? Blöde Batterie. Komm, auf geht's. Ich kreuze die Daumen. Ja, eine grüne Stone Axe. Also, ganz großer Sport. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Irgendwas, komm mal her. Du hast doch hier noch dieses ganze Scrap-Gedöns, ne? Ich habe Scrap-Gedöns, ja, ja. Dann drücke ich dir mal ein Scrap mal aufs Auge. Was? Ne, ins Auge nicht? Das tut doch weh. Du hast doch eine Brille auf. Ja, trotzdem. Wo bist du denn? Beim Shotgun-Store. Ja, schon klar. Davor stehe ich. Ja, komm. Ja, schmeiß her den Dreck. Alles meins. Ja. Danke. Die freundlichen Herrschaften haben den Lader aufgemacht. Nur so. Ja, dann bitten die uns wahrscheinlich herein hier, ne? Ja, ich hätte es jetzt so interpretiert. Oh. Oh. Danke. Ach, das ist wieder so ein Laden mit so einem Sand. Ja, mit Sandboden. Sieht sehr lustig aus. Hast du das gesehen, mit welcher Präzision ich an dir vorbeigeschossen habe? Hast du das gesehen? Naja. Das war wohl mega, oder? Das war absolut mega. Bist schon ein toller Typ, man muss ich mal sagen. Ja, doch, also Respekt. Du hättest mich natürlich wieder voll über den Haufen geknallt. Wie immer. Wie, genau. Wie immer. Wie immer, ja. Wie beim letzten Mal. Ja, da bist du mir auch in den Schuss reingerannt. Ja, ja, von wegen. Ich habe es nochmal angeschaut und da war weit und breit nichts, worauf du hättest schießen können, mein Freund. Okay. Ja. Ich glaube, du musst dir mal eine neue Brille kaufen. Ganz, ganz dringend. Wollte mir erzählen, er hätte mir das Leben gerettet. Ich muss lachen.
Ja, hier ist nix drin, du. Das gibt's doch nicht. Ja, ist doch alles schön. Alles leer. Alles leer. Ich könnte dir lila Hunting Rifle Parts anbieten, wenn du möchtest. Nee. 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 Nee, er hat nee gesagt. Muss ich gleich nochmal gucken. Also meine Hunting Rifle ist lila, also muss ich nochmal gucken. Aha. Wer randaliert denn hier so? SMG Barrel, das ist ja mitnehmen, cool. Mitnehmen. Ja, wobei SMG Barrel haben wir, glaube ich, gelbe zu Hause. Ja, der ist auch blau. Ja, dann nimm mit. Ja, mach ich. LOL! Reed 762er Shot Ammo, meine ich. Ich glaube, der da draußen will ernsthaft Ärger also, haben. Also, nee, also meine. Ach nee, Quatsch, es war die Shotgun, die lila ist. Okay, die Hunting Rifle Parts bräuchte ich in lila, außer den Stock. Ja, soll ich dir in die Kiste legen? Bitte, ja. Ist in der Kiste. Incoming, schwierig. So. Gehen wir mal auf Nummer sicher, ne? Ach, Hunting Rifle Parts 589. Das meine ich sogar besser. Jetzt muss er da wieder. Habe ich ihm was besorgt, findet er blöd. Ist okay. Wollen wir den Tresor aufmachen oder? Ja. Nicht. Ja, dann mach mal. Ich pass auf. Warte, ich muss craften. Jetzt muss er craften. Hier draußen habe ich nur irgendwie ein Rumschleichen hören. Oh. Hunting Rifle blau. Ah, nicht Hunting Rifle. Pump Shotgun, okay. Scrap, wobei, ne, scheiß drauf. Scrap, alles Scrap. Nimm ich mal mit hier, so. Ja, zwei Bücher, Pistol Book und Hunting Rifle Schematik. Ganz toll. Okay, Mensch. Uah, mein Gott. Pass auf, blöde Krankenschwester. Okay, ist tot. Painkiller, ja, pfeife ich mir mal rein. Das nenne ich mal direkte Verwertung, ne? Ist einen, findest einen. Ja, auf jeden so Fall. So muss es sein. Aber das mit der Autobatterie ist echt. Oh, Hunting Knife Book. Read. Alter, Explosive Crossbow Bolt. Achso, den habe kenne ich schon. Du kennst den noch nicht, oder? Ich glaube nicht, nein. Na, dann kommen wir hier vorne. Hier da in dem kleinen. Doch, kenne ich schon. Dann lass mir dann scrap ich. Schlimm, wir haben alles, nur diese blöde scheiß Autobatterie nicht. Ach, das ist echt so nervig. Ja, das ist mehr als nervig. Also, überhaupt nicht. Die Karte geht einen Weg nach Norden, dann geht der andere weiter nach Osten und halt der vordere nach Süden. Ja, also, ich glaube, 2 Stunden haben wir noch. Ja. Ja, das ist super, 2 Stunden, tolles Zeitfenster und morgen ist Hundetag. Ach, verdammt, tatsächlich. Ja. Eine Ausrichtung schaffen wir es nicht mehr jetzt. Nö. Sicher nicht. Macht die Sache interessant. Ja. Tja, und nü? Tja. Tja. Da stehen wir nur hier. Also nach Norden bauen wir nicht, da kommen wir wieder in die Stadt, in die große. Ja, also da stehen wir nur in der Wüste allein. Hätte ja dann eher nach Süden gesagt, oder? Ja, aber willst du jetzt noch ins Blinde, blindlings in die Richtung rennen? Willst du nicht hier auf dem Shotgun-Store vielleicht die Nacht verbringen? Doch, ja. Macht mehr Sinn, gell? Ja. Hätte ich auch gesagt. Das würde durchaus mehr Sinn machen, da oben. Ach man, ich glaube, wenn das so weitergeht, dann können wir unsere Pläne mit Minibike vergessen. Will ich aber nicht. Das ärgert mich, Mensch. Ich hätte jetzt so ja, schön an unserem Haus weiterbauen können. Bist du auch schon oben? Nee. Ich hätte so schön an unserem Haus weiterbauen können.
Kommst du hoch oder? Ja, da ist er. Gut. Ach, ist das beschissen. Magnum Glück in Grün. Naja. Kannst du machen nix, ne? Nee, kannst du nichts machen. Das ist einfach Pech. Ja. Das ist einfach Pech. Und ich meine, das Problem ist ja auch der Respawn von den Autos, wenn der nicht funktioniert. Ja, der geht nicht. Also, kannst du vergessen. Ich meine, zwei große Städte mit vielen Autos. Du hast Gascan, hast du gesagt, hast du, ne? Ich habe Gascan, ja. Warte, dann leg ich ja mal meine drei her, ja. Jo. Was hast du denn sonst noch? Headlight, Cable. Hast du Federn? Nee. 9 mm hätte ich da. Ja, nehme ich. Was hast du noch? Magnum Bullets, Öl, Scrap Iron habe ich noch hier. Öl habe ich 11. War ich 15, 14. Boah, Alter. Moldy Bread? Habe ich nicht. 5 Gläser. Steel, ja. Arrowhead, Iron Arrowhead. Nee, habe ich alles nicht. Hast du Stoff? Ja, 8, ja. Jo, schmeiß her. Ja, warte, ich muss erstmal mein Höschen reparieren. Ach, schau an. So, da. Das ist eine Idee, könnte ich auch mal machen, hier mal Zeug reparieren. Warum geht das nicht? Ach Gott. Muss das ausziehen? Ja, ich habe keinen Platz. Ich habe keinen Platz. So. Das ist mein Problem. Repariere ich meinen Hunting-Rifle, dann habe ich wieder da Platz. So, Repair. Na, ist der Stoff auch schon weg bei mir. Sehr gut. Stoff verbraucht, so war der Plan. Hast du noch Aloe? Habe ich nicht, nein. Okay. Ich kann dir eine Stone Axe, eine grüne geben, wenn du magst. Ich passe. Ach komm, so eine coole Stone Axe magst du nicht haben? Nee, 762er hast du nicht. Nein, habe ich nicht. Hab keine Hunting Rifle. Da fällt mir ein, das Zeug hier ist ja alles Stoff. Ja. Kann ich ja hier kaputt machen. Dann habe ich ganz schnell meinen Stoff zusammen, wenn ich was reparieren will. Das ist ja auch an den Zeltlagern und so, ne? Ja. Einfacher kriegst du ja keinen Stoff mehr. Ja, die Zelte habe ich früher auch immer kaputt gemacht, ja. So, das waren jetzt 44 Stoff für nichts. Ja. Und wirklich für nichts. Muss halt nur aufpassen, dass du oben anfängst kaputt zu machen, und wenn du unten kaputt ist, dann schluckt alles ein, ne? Ja. Das stimmt, das ist dann eher suboptimal, aber naja. Ja, wie machen wir denn weiter, Meister? Wenn morgen Hundetag ist. Ja, zurückrennen, ne? Ja, das haben wir ein bisschen Scrap Iron. Wie sieht's auf der Karte aus? Oh, das ist ein ganz schön weiter Weg nach Hause. Ja. Ich meine, wir haben ja auch das Problem, dass an Tag 35 die nächste Fahrradorte kommt. Das sind 2,4 Kilometer. Eieieiei. Ja. Ja, dann hier den Weg nach Norden. An der Stadt vorbei. Ja, wir werden wahrscheinlich im Schweinsgalopp nach Hause düsen müssen. Ja. Na? Anders wird das nicht möglich sein, ne? Nee. Schauen wir mal kurz. Ich setze mal einen Wegpunkt nach Hause. Ja, das sind 2,5 Kilometer. Das ist schon heftig. Mhm. Das heißt, wir düsen da nach Hause direkt. Ich habe 3 Kaffee und 4 Bier. Ich habe 1 Kaffee. Das war's. Cool. Glückwunsch. Ja.
schmeiß dir mal 3 Bier hin. Bier her. Oder was? Gib mir den Kaffee. Nimmst du das oder Bier? Ich schalt um. Ich hab's Bier hingeschmissen. Gib mir den Kaffee. Ja. Jo, weil dann vergeudet man nicht unnötig Platz. Du hast halt bloß das Problem, dass dein Bier auf deinen Durst geht. Heißt, du füllst deinen Durstbalken auf mit dem Bier. Ja. Musst du dran denken, dass du nicht irgendwie sinnlos Wasser in dich reinkippst und dann kein Bier mehr trinken kannst beim Rennen. Nee, ich nehme deine Painkiller. Ja. Ja, und dann düsen wir nach Hause. Dann müssen wir uns zu Hause entmühlen. Und dann muss es, ja, wir haben auch kein Schießpulver mehr. Schießpulver haben wir auch nicht mehr. Also Tag 34 müssen wir in die Höhle. Scheiße, du echt. Wenn du überlegst, die ganze Kiste, 7 Tage, ne, bis von Horde zu Horde. Einen Tag haben wir gebraucht, um aufzuräumen. Beziehungsweise die Horde ging ja in den Tag rein. Ne? Das war der Tag fast später Nachmittag, bis die Horde ja platt war. Ja. Und dann war der erste Tag schon verloren. Dann haben wir noch am Haus weitergebaut. Und dann sind wir jetzt, ich weiß gar nicht, seit 2 Tagen oder seit 3 Tagen sind wir jetzt beim Looten. Oder auf der Suche nach der blöden Batterie. Ja, den ersten Tag dann in dem alten Haus, ja. Ja, mit mehr oder weniger Erfolg, eher weniger Erfolg, aber naja. Also das ist schon Pech, wenn du in 3 Städten bist und du findest nicht einmal so eine beschissene Autobatterie. Ja. Das ist echt doof. Ich habe jetzt auch keine weitere Stadt mehr, außer die große auf der Karte. Naja, die ist ja zentral. Ja, ich war ja da schon. Genau, du hast ja da irgendwie was war denn das? Das war diese Bibliothek, die da in sich zusammengefallen ist, ne? Ja, genau, die war ein Stück weiter weg davon, aber es war da in der Nähe, ja. Tja, kommen wir nicht drum rum. Also, Plan fürs nächste Mal, nach Hause rennen. Ansonsten oben die Shops, dass die vielleicht in der Nähe von der Stadt sind, aber das bezweifle ich ehrlich gesagt. Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Das siehst du ja hier, wir sind hier gerade mitten in der Pampa, da ist ein Waffenladen, ja super. Da ist weit und breit nichts. Also, naja. Schau, westlich von unserer Behausung, das sind 2 Shops und da ist auch weit und breit nichts. Ja. Also, wer auch immer hier meint, er muss da einen Shop hinstellen und, naja, der Random Biom Generator meint das vermutlich. Aber gut, ja, ist halt so, können wir nicht ändern. Ohne Batterie kein Minibike, aber wir dürfen natürlich trotzdem nicht unsere Survival-Pflichten außen vor lassen. Heißt, wir müssen schauen, dass wir auf die Tag 35 heute gut vorbereitet sind. Und um uns gut vorzubereiten, müssen wir nochmal ganz tief in uns gehen und uns ausruhen. Und das machen wir an dieser Stelle, denn die heutige Folge, liebe Freunde, ist mal wieder vorbei. Ja, in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Markus, an dich auch danke fürs Mitspielen. Ja, und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Jo, tschüss.